Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und ja, wir haben diese Wichshöhle geschafft und müssen jetzt zur Wanderkistenhöhle. Ich freue mich. Das ist der absolute Hammer. Und ich muss irgendwie über diesen Kackberg und man sieht nichts, weil Nacht ist und... Das ist doch alles Kacke. Das ist die falsche Richtung. So, ich mache mir einfach mal eine Markierung, dann funktioniert das besser. Ich würde ja wenigstens gerne Tag haben, ne? Aber nein. Das Spiel sagt nö. Wo ist es? Kurz gerade irgendwie beim Sitzen und dachte ich, jetzt komme ich los. Dramatisch gerade. So. Okay, ich sehe die Markierung mehr so. Braucht reicht das, wenn ich jetzt so weiter gucke. Kommen wir rüber. Boah, hätte ich nicht gedacht. Da hinten ist wieder irgendein Wind. Hatten wir ja schon mal so komischen Wind. Meine Begleiter sind wieder weg. Ich frag da einfach gar nicht mehr nach. Die sind alle so unfähig hier, da. Das sind wahrscheinlich Windhunde. Ist das nicht witzig? Windhunde, merkst du? Höhle von Walking Box, was? Ist das eine Walking Box? Ich speichere lieber. Nachher sind wieder eine Milliarde, Oh nee, es sind nur Nachtkirscher. Aua. Oha. Then why ask them? So, nee, ich brauch noch eins. So. Die sieht nicht sehr groß aus, die Höhle. Aber schöne Leuchtpilze. Hätte ich auch gern bei mir zu Hause so Pilze, die so leuchten, aber... Leider habe ich hier keine radioaktive Strahlung. Schade. Naja, ich glaube, das war's. Da ist jetzt echt nicht viel. Ja, hier noch ein paar Leute, die anscheinend... das ist immer gut. Ein paar Leute, die mitgenommen wurden. Ärger. Okay, diese 10 mehr. Okay, kann ich nichts mit reparieren. Das Schöne, dass die alle von denen was weggeschnetzelt werden. Immer nichts machen muss. So, was haben wir hier? Ein Bereich, der gerade. Ja, okay. Noch ein 308er Patron. Das ist nicht gut. Super simpel. Go. Gelege, ja. Izuki. Ist nicht weiter schlimm. So, da konnte ich auch nicht schlafen. So, Mastlager Notbahnhof Primpas Harpers Hütte. Da war doch bestimmt ein Bett, oder? Oder vielleicht ist durch die Schnellreise schon Tag, aber nee. So, hier ein Bett. Sehr schön. Ich hoffe, die werden hier nicht nachts irgendwie überfallen, aber wir haben ja Veronika und Idi. Ah, es dürfte ja kein Problem darstellen. Sehr schön. Guter Morgen und immer dabei. So, in die Richtung. Da kommt wohl.
Weiß ich gar nicht, ob ich da rüberkomme. Das ist ein Gegner, das sieht nicht nach einem Legion-Überfallkommando aus. Ich weiß nicht. Das ist so nah ist bei Webcon, ne? Ich glaube, ich gehe eher. Na! Nicht noch eine von den blinden Todeskralle? Auf jeden Fall! Ja, geil! So, Notbahnhof. Von da kommen wir, glaube ich, doch besser dahin. Südlager. Dann nehmen wir halt erst das Südlager. Eigentlich nur die Schiene entlang, so wie es aussah. Oh, da hinten sehe ich das Yangtze Memorial. Das hätte ich so nicht gedacht, dass man das da sieht, so offensichtlich. Aber das ist doch so weit von Prim weg, oh. Das ist auch schon die NK-Justizvollzugsanstalt da hinten. Auch gut. Und wieder viele Feinde. Das sind allerdings, ja, in Anführungszeichen nur Maywanka. Oh. Jetzt aber. Ich will nämlich keine Muni verschwenden, die ich nicht so. Was ist denn mit Maywanka los? Hallo. So, Südlager, das ist ja auch nichts mehr, nicht mehr als ein. Wow! Oh Gott, Dynamit! Tschüss! Ich hab Karma gewonnen, ja, sehr schön. Aua. No! Let's go! Oder was? Hab ich da gehört? Oh, und der nächste. So ein Multiplayer. Ne, Multiplayer mit Witz würde ja nicht gehen, da müsste ja immer die Zeit angehalten werden. Okay, da hinten ist noch einer. Nichts. Dynamit. Komm, nehmen wir mal das Dynamit mit. Die Einschusszylinder nehme ich nur zum Reparieren. Genau wie das KK-Gewehr. So. Was? Panzerbüchse. Boah. Gut, noch eine Büschbüchse. Gut, ja, ist da nicht, ne? Ja. Perfekt. Dann weiter zum Ostlager. Das muss ja irgendwo hier vor den Bergen sein noch. Frage ist nur, wo vor den Bergen, ne? Naja, Justizvollzugsanstalt ist, glaube ich, auch noch jemand drin, den man als Sheriff für Prim hätte nehmen können. Meine ich, der ursprüngliche Sheriff, glaube ich. Nein, Morvus-Raptor. Können wir mal schießen? Oder irgendwas machen, um mich zu verteidigen? Unfassbar, immer wieder unfassbar. Durst und Hunger. So. Wenn das immer neu ist, ist es nämlich immer auf 200. Ich glaube, da hinten ist das. Sieht so stützpunktig aus. Oder so.
Hallo. Hallo. Noch haben Sie Zeit zu flüchten. Jo, auf jeden Fall einer vom. Mörder. Ja, auf jeden Fall Mörder bin ich. Bin der. Ja. Ein Sunset. Aha. Wer bist du? Du bist der Anführer oder was gewesen? Unfassbar. So, hier ist uns nicht mehr, ne? Nee, sieht nicht danach aus. Ja, gut. Was? Ja. Okay, zur Justizvollzugsanstalt. Aber sind wir verrufen? Das wundert mich nicht. Ich glaube, in das Gebiet kann man gut reinsnipern. Wie das aussieht. Ich war da, glaube ich. Ich glaube, ich habe das Spiel dreimal durchgespielt, ne? Habe ich das dreimal durchgespielt? Ich glaube ja. Ich komme, glaube ich, auf dreimal. War ich bisher nur einmal da? Und zwar beim ersten Mal, wenn ich recht entsinne. Ich weiß auch nicht wieso, das ist irgendwie für mich so ein. Nö. Ort. Ich könnte natürlich auch ganz ruhig und leise reingehen. Was ich glaube ich auch versuchen werde. Gehen wir hier rüber? Nein, wir gehen über den Haupteingang. Das weiß ich noch, es gibt einen Haupteingang. Das ist bestimmt interessanter. Absolutely no entry, ja. Warum sollte ich auch freiwillig in ein Gefängnis rein? Okay, da ist eine schwebende Sprengladung. Da kann ich nichts für. Wow. Naja, das ist das Problem bei den Pulvermaniten. Die haben natürlich relativ viel Sprengstoff. Ich glaube, ich hau mir nochmal so ein Heilpulver rein, ja. Ein zweites geht eigentlich auch noch. Ich habe ja genügend. Ich habe auch allein über 300 Stimpacks, also. Oh ja, natürlich wieder einen negativen Ruf erworben, obwohl ich nichts getan habe. Hey, wir können das. Das Tor war zu. Unfassbar. Dabei. Ich kannte den klauen. Während er mich angreift. Ja, lustig. Mörder! Mörder? Das ist Dawes. Dawes Jenkins? Ja, alles so viel Dynamit dabei, ne? Wir sollen mal ruhig ihr ganzes Dynamit auf mich werfen, dann haben sie. Wow. Okay. Okay, ich sehe also nur weiß. Na, das Dynamit macht natürlich jetzt nicht so extrem viel Schaden. So, es ist unfassbar. Aua. Aua, so viel Sprengstoff. Aua. .280, .320. Mensch. Das bringt's doch nicht. Alle kommen sie da raus, ne? Weißt du, um mich zu erledigen. Und dann im Ergebnis, die werden alle sterben. Sie werden sterben. Und es wird einfach wunderbar. Was haben Sie getan? Was ich getan? Ich habe die Gegner übrigens getötet. Falls Sie sich wundern. Okay. Ein bisschen. So. Ein Haarklammer. Gucken. Noch eine. Schade. Noch eine. Oh. Magnum Revolver, oh. Schlüssel zum Besucherzentrum. Dynamit.
machen wir Dynamit. Hi. Schön. Was haben Sie getan? Ja. Weiß ich nicht, was ich getan habe. Wieso kommen die alle raus? Die wissen doch, dass die sterben werden. Versteh's immer wieder nicht. Könntest du doch wenigstens versuchen, mit mir zu verhandeln. Okay, es wird nicht klappen, aber... ja, man kann es ja versuchen. Okay, Magnum Revolver. Toll. Essentia? Mit der Buschbüchse, jo. So, Schlüssel verwenden. Perfekt. Tachchen! Ich glaube, ich bin da echt ein bisschen ladenlos. Das ist ein friedlicher. Mensch. Also, friedlicher Mensch auch, ja, aber... das Mensch war anders bezogen. Kaputtes Terminal ist halt komplett kaputt. Na du. Was soll ich denn mit dieser Flasche? Karls Tagebuch. Hey, hey, hey. Vielleicht sollten Sie sich erst um die Kerle kümmern, die versuchen, Sie umzunehmen. Stimmt. Boah. Boah. Hab ich gar Silent Night verstanden in dem Lied? To the sun set together. Jetzt flüchte man nicht. Vielleicht sollten Sie sich erst um die Kerle kümmern, die versuchen, Sie umzulegen. Ja, okay. Vielleicht sollten Sie sich erst um die Kerle kümmern, die versuchen, Sie umzulegen. Da ist doch nix. Ruf ich mal. Mein erster Hilfekasten. So, Vielleicht sollten Sie sich erst um die Kerle... ja, dann machen wir das mal. So, wen haben wir denn da? Hallo, Hennigan. Kenn ich nicht, aber... der ist bestimmt toll. Ja, die wissen wohl nicht, wie man ein Gefängnis leitet. Tach. Den haben wir. Wieso gehen die Beine weg, wenn ich auf den Kopf schieße, ne? So. Kümmert sie sich schon drum. Jo. 260, 300. So. Eine Einschussflinte auf jeden Fall. Ich kann nicht das weglegen. Der Einschussflinte dann dementsprechend auch. Braucht ja kein Mensch. Ja, nett. Da gehe ich allerdings nicht hoch, um dran zu kommen. Also mir dann irgendwie ein bisschen, weiß nicht, zu weit weg. Könnt ihr mal versuchen, den umzulegen? Komm schon. So. Hallo. Sorry. Wow. Ach, der hatte einen... Kleinkalibergewehr. Ja, das macht ja immer so viel Schaden. Ist das Schöne. Da hast du richtig Angst, wenn die auf einen losgehen. Mensch. Oh
Komm schon. Hochsicherheitsgefängnis auf jeden Fall. Man kann halt nicht über die Wachtürme flüchten. So, das hätten wir. So, perfekt. Was haben wir hier? Hier ist ein Raum. Zellenblock B. Hey! Hi! Dachchen. Ich wollte mal nachgucken. Carter! Colonel Carter! Dynamitalklammer. So. Okay. Eine Truhe, die sehr leicht verschlossen ist. Und leer ist. Na, wenn das nichts ist, ne? Hier ist sonst nix. Hier wahrscheinlich auch dann nicht. Diagramm Pulverladung. Es geht immer. Oh doch, oh Korken. Warum Korken in der Munitionskiste, ne? Ist die Frage. So, Sehe keine Gegner. Was denn jetzt schon wieder? May I die? Same Block A. Tachchen. So, dir müsste ich leider auch die Waffe abnehmen. So, und weiter. Was haben wir da? Eine Zellentür, die geöffnet ist. Splittergranaten. Da ist nichts drin. Auch nicht. Okay, weiter. Da hinten ist noch ein Gebäude. Oh Gott, schießt einfach aus. Das ist, okay. Was haben wir hier? Die Verwaltung. Natürlich. Jo. So, der nächste Erste-Hilfe-Kasten. Mensch. Aufweitetes Wasser, Haarklammern, leere Spritzen, Medex, Medex, Stimpex. Alles, was man nicht braucht. Und Arzttaschen. Und ein leerer Erste-Hilfe-Kasten. Klar, sonst würde ich das Spiel nicht spielen. Obwohl, manchmal denke ich mir halt so, okay, warum mache ich das jetzt? So, eine 9mm Maschinenpistole. Kann ich mit einer 9mm Pistole reparieren? Wow, was? Aua. 280, 320. Ach komm, das schafft ihr. Nein! Doch, schaffen die! Nein! Ich bin mir doch ganz sicher, dass die das schaffen. Nein! Es ist unglaublich, doch! Ihr müsst nur Vertrauen haben. Bitte. Unfassbar, ey. Korken? Ich bekämpfte das Gesetz. Ja. Okay. Ein Schreibtisch, den ich nicht, ein Terminal, das ich nicht nutzen kann. Scrambler, aha. Ja, es ist ja interessant hier.
eine Tür, die verschlossen ist. Aber das ist für uns kein Problem. Toll. Ein Schreibtisch, da ist nichts drin. Sprengstoffkiste, Dynamit. Da ist auch nichts. Hier ist nichts. Lügen wir im Kongress, ist das nicht sogar ein Buch? Ja, Sprach um 3 erhöht. Ist ja nicht schon auf 100 irgendwie. Ja. War auch richtig gebildet, wenn man das so macht. So, Anstaltsleiter. Tagebuch des Anstaltsleiters ansehen. Wächtertransfers nach Osten. Sie versetzten 3 weitere meine Männer. Man sagt mir, dass es ausschließlich darum geht, die Lage am Staudamm unter Kontrolle zu behalten. Aber was ist mit diesem Ort hier? Die Situation hier ist für meine Männer und mich gefährlich geworden. Ich weiß es, meine Männer wissen es, die Gefangenen wissen es. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiert. Kommentare zur Bedrohung durch Caesar's Legion. Ich habe die Berichte über die sogenannte Caesar's Legion gelesen. Hört sich für mich an wie ein weiterer Ofenwader. Aber die hohen Tiere im Westen scheinen sich für eine ernsthafte Bedrohung zu halten. Ja, jetzt nicht mehr, ich habe die Hälfte ausgeschaltet. Theorien über Gefangenenverschwörung. Da ist etwas im Busch und ich bin mir sicher, dass Coke dahinter steckt. Ich habe noch keine Beweise, aber irgendwas fühlt sich merkwürdig an. Apropos Coke. Er ist ziemlich unbeliebt bei den jüngeren Gefangenen, von denen er offenbar viel mit seinem Anti-RNK-Dogma überzeugt hat. Die Gefangenen in Cokes Gruppe verhalten sich vorbildlich, besonders Coke selbst. Sie prügeln sich mit niemandem und gehorchen jedem Befehl. Sie machen mich nervös und ich würde sie jede Sekunde des Tages überwachen lassen, wenn ich könnte. Beschwerdeentwurf an die RNK-Kommandantur. James, wir haben 7 Jahre zusammen gedient, du und ich, und jetzt bitte ich dich um einen Gefallen. Mach Oliver klar, dass er mir nicht länger die Leute wegholen darf hier draußen und dass er den versprochenen Ersatz liefern muss. Ich soll diese Gefangenen dazu bringen, neue Schienen zu bauen und die bestehenden instand zu setzen, aber ohne Wachen, die sie beaufsichtigen, kann ich das nicht. Ich habe hier gerade noch eine Handvoll Männer. Glaubt der General tatsächlich, dass die mehrere Dutzend harte Burschen in Schach halten können? Ja, können sie nicht und haben sie auch nicht geschafft. Wie man sieht, ist die Lage hier in dieser Gefängnis doch ein bisschen außer Kontrolle geraten. Eddie! Joa. Verwaltungsschlüssel, ne? Geht's da raus? Ja, geht's raus, sehr perfekt. Ich glaube, jetzt habe ich aber echt mal in diesem Gefängnis erledigt. Jetzt muss ich noch mit diesem Typen reden und dann bin ich durch. Vorsicht! Jetzt ist aber. So. Reicht jetzt, ne? Hätte nicht gedacht, dass jemand freiwillig hierher kommen würde, wenn er nicht auf der Suche nach Ärger ist. Was verschlägt Sie hierher? Was haben Sie vor Ihrer Inhaftierung gemacht? Glauben Sie es oder nicht, aber ich war Sheriff in einer kleinen Stadt weit westlich von hier. Die Kurzversion. Die Mühlen des Gesetzes malen gelegentlich recht langsam und ich habe sie einmal zu oft etwas schneller malen lassen. Ich bereue nichts von dem, was ich getan habe, aber ich werde meine Strafe absitzen. Faires Geschäft, wenn Sie mich fragen. Erzählen Sie mir mehr darüber, was im Gefängnis vor sich ging. Anscheinend steckte Cook hinter der Sache. Ich für meinen Teil habe mich die ganze Zeit zurückgehalten, wollte nichts damit zu tun haben. Ich dachte mir schon, dass die RNK auftauchen und die Sache wieder regeln würde. Hätte ja nichts gebracht, mir noch mehr Ärger einzubrocken, oder? Wer ist Cook? Sowas wie ein Anti-RNK-Rebell. Manchen Leuten geht es einfach gegen den Strich herum, kommandiert zu werden. Und wo kann ich ihn finden? Ist mit einigen anderen Kerlen Richtung Norden gezogen. Sagte nicht, wohin und warum. Ich weiß nur, dass er mit der RNK noch eine Rechnung offen hat. Aha, und warum sind Sie hier? Ich bin mir nicht sicher, wie die RNK-Soldaten einen Ex-Knacki wie mich empfangen würden. Ich finde es derzeit besser, an Ort und Stelle zu bleiben. Na dann, und wer hat bei den Pulverbanditen das Sagen? Im Moment schmeißt Eddie mit seinen Jungs den Laden. Die haben Waffen und Dynamit und daher auch das Heft in der Hand. Ja, jetzt nicht mehr, würde ich sagen. Passen Sie da draußen auf sich auf. Und ich mache einen Cut. Bis zur nächsten Folge.